Technisches Intro, wie ich persönlich finde, für ein Thema, was uns in diesen Tagen, glaube ich, eigentlich an 365 Tagen im Jahr eigentlich alle angeht, nämlich das Ausreinigen von Fenstern, kurzweg Fensterputzen genannt. Und im Moment habe ich so das Gefühl, bei diesen Wetterkapriolen da draußen, das ist schon fast Aprilwetter im Mai, kann man sich dran halten, oder? Jetzt haben wir die Rapspollen hinter uns, jetzt kommt der Saharasand wieder, dann haben wir hier wieder was und da wieder was. Das heißt, eigentlich können Sie, wenn Sie rechts fertig sind mit Fensterputzen, links auch schon wieder anfangen. Dabei gibt es tolle Hilfsmittel, die Ihnen diese Arbeit schlicht und ergreifend abnehmen. Sie werden doch wahrscheinlich auch eine Waschmaschine im Keller stehen haben, die Ihnen die Wäsche wäscht und sehr wahrscheinlich auch eine Spülmaschine in der Küche, die für Ihre Gläser und für Ihre Teller zuständig ist. Warum machen Sie sich denn eigentlich noch die Mühe und reinigen die Glasscheiben oder im Allgemeinen glatte Flächen bei Ihnen im Haushalt noch selber aus? Diese Mühe können Sie sich sparen, wenn Sie sich für einen unserer sogenannten Fensterputzroboter entscheiden. Und wir werden zwei vorstellen und gleichzeitig aber auch noch mal einen kleinen Querverweis machen können auf diese Solarpanel, die natürlich genauso unter dem Schmuddelwetter aktuell leiden wie unsere Fensterscheiben zu Hause auch. Na klar, denn wenn wir von glatten Oberflächen sprechen, die nach draußen zeigen, dann ist es eben nicht nur das Fenster, sondern beispielsweise auch Solarpaneele. Auch die wollen schön sauber sein. Klar. Warum? Damit sie den Wirkungsgrad auch so hoch wie möglich erhalten können von Solarpaneelen. Und deswegen haben viele Zuschauer auch schon zugegriffen, um Solarpaneele einfach und unkompliziert reinigen zu lassen. Sie sehen jetzt gerade, wir haben zwei Roboter parallel im Einsatz. Sie brauchen keine zwei Roboter zu Hause, die die Arbeit erledigen. Wir haben Ihnen nur zwei verschiedene Modelle zur Wahl mitgebracht. Und das ist das erste Modell. Beide Modelle kommen aus dem Hause Hobot. Und du hattest eben gerade schon das technische Intro angesprochen. Ja. Ich finde das der Wahnsinn, was da an Technik drinsteckt. Und ich liebe Technik, die uns das Leben zu Hause deutlich erleichtern. Absolut. Und die Erleichterung, die haben Sie hier in Form dieser Fensterputzroboter. Und Sie sehen, das ist wie Magie. Das geht von ganz alleine, dass sich hier Ihre glatten Oberflächen reinigen bzw. gereinigt werden. Und das mit hochprofessioneller Technik. Denn Hobot ist Spezialist für Haushaltsroboter. Also Hobot steht für Home Robotics, also Sauger bzw. Haushaltshelfer für zu Hause, Roboter für zu Hause. Und ich liebe es, dass wir hier eine ganze Bandbreite an Produkten haben und wir zwei von denen Ihnen jetzt präsentieren können. Ja. Da sehen Sie mal, die sind ständig dran, die Haushaltsroboter nach vorne zu bringen. Es gibt immer noch mal eine Innovation, die hauen immer noch mal eins oben drauf. Wir haben eben gerade das Modell gesehen von eben. Da sehen wir das Modell, was wir Ihnen gleich auch noch mal zeigen werden. Ja. Also es ist eine stetige Fortentwicklung, die auch preisgekrönt ist, wie wir gesehen haben. Die Innovation Award. Einige Preise abgeräumt. Wenn es um Design, aber wenn es vor allen Dingen um Funktionalität geht, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich könnte so ein Ding also auch in Grün-Lila kariert bei mir zu Hause über die Fenster laufen lassen. Mir wäre an sich die Optik eines solchen Gerätes völlig egal. Aber das Putzergebnis muss ganz einfach passen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch so aussieht. Ich für meinen Teil habe also eine ganze Armada an Putzmöglichkeiten zu Hause. Fensterleder, Tageszeitung und so weiter, Glasreiniger und all sowas. Richtig streifenfrei kriege ich das nur sehr, sehr selten hin. Das sieht man immer dann, wenn die Sonne so reinscheint. Ja. Das ist so deprimierend. Das ging mir, bis ich den Fensterputzroboter in Benutzung hatte, ganz genauso. Ja. Ich habe immer mit einem Fenster angefangen, habe gedacht, kannst du eigentlich gleich lassen, sieht schlimmer aus als vorher, weil ich dann diese ganzen Streifen da hatte. Also ich habe das nie irgendwie richtig gelernt und hatte da nie ein zufriedenstellendes Ergebnis. Aber es ist ja auch so anstrengend und so mühselig, auch mit diesen ganzen Geheimtipps und Tricks und alles, was du da parat hast normalerweise, dich überhaupt dazu zu bewegen, mal Fenster zu putzen. Was ist das Ergebnis?
Vielleicht, wenn Sie gut drauf sind, haben Sie die Fenster ein- oder zweimal im Jahr geputzt, aber wirklich häufiger oder nicht, weil das so viel Zeit frisst, ne? Ja, natürlich. Oder zum Beispiel meine Eltern, sie haben einen großen Wintergarten. Jetzt Mama hat auch ganzen Winter sich auf diesen Wintergarten gefreut. Ja. Und jetzt ehrlich zu sein, bevor du dort sitzt und das alles genießt, natürlich, das muss alles sauber sein. Aber ehrlich zu sein, das musst du wirklich dir ein Wochenende frei machen, ja, nur zum Fenster zu putzen. Mhm. Ehrlich zu sein, haben wir diese Zeit nicht. Mhm. Wir müssen auch die Zeit, in dieser Zeit was wichtig ist, was Gutes machen, mit Familie Zeit verbringen, ein bisschen arbeiten, ein bisschen Urlaub planen und so weiter. Ja. Und für solche Sachen, ich glaube, haben wir keine Zeit. Aber hier so clever, dass zum Beispiel jetzt, wir machen zum Beispiel unsere Solarpanel in diesem Fall sauber. In dieser Zeit, wir können, guck mal, mit uns miteinander unterhalten. Ja. Ja. Wir können Buch lesen, wir können zum Beispiel mit Kind neuen Spiel spielen, das ist so Quality-Zeit. Ja. Ja, ich finde das wirklich so wichtig, total, weil das ist das Gleiche, wie war mit Waschmaschine früher. Ja. Wir hatten auch keine Waschmaschine, haben wir so viel Zeit verbracht, einfach mit Wäsche. Jetzt, wir haben das schon vergessen, genauso mit Fenster. Das auch nicht nur Fenster, Fliesen, Spiegel, Türen, richtig, Wintergarten, Solarpaneele. Ja. 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 Das finde ich wirklich genial mit Solarpaneele. Ja. Das ist wirklich auch gut. Und guck mal, und zum Beispiel hier, ne, das auch hoch. Wie willst du da überhaupt rankommen? Keine Ahnung. Also so eine lange Leiter habe ich nicht zu Hause. Nein. Unabhängig davon, dass das natürlich auch gefährlich ist, wenn du da jetzt da auf 3-4 Meter Höhe da versuchst, dann irgendwo mit so einem Lappen oder sowas in die oberen Ecken reinzukommen. Da ist schon so manch einer ganz, ganz übel auf die Nase gefallen. Und das kann natürlich dann auch ernste Folgen haben, wo du gerade eben den Wintergarten angesprochen hast, Diana. Also gerade dann, wenn man jetzt im Wintergarten sitzt, da nehmen natürlich auch mal die Vögel Maß. Dann hast du da mal wieder was drauf geklatscht. Dann hast du diesen Sahara-Sand, die Rapspollen und so weiter da drauf. Dann kannst du jetzt endlich mal bei schönem Wetter auch mal diese tollen Glasflächen genießen. Ja. Sitzt du da und guckst hoch und denkst, ach du lieber Himmel, wie sieht das denn aus? Ja. Aber auf diese Höhe, 3,50 Meter, 4 Meter und 3 Meter in die Länge, da musst du erst mal hinkommen. Wie soll man denn sowas machen, wenn man da oben rumklettern oder was? Das macht doch kein Mensch. Und dann denken Sie bitte auch an Familienmitglieder. Familienmitglieder, die total viel Wert auf schön geputzte Fenster legen. Eine ältere Generation, wollen Sie die ernsthaft noch auf eine wackelige Leiter schicken, um Ihre Fenster sauber zu machen? Oder umgekehrt, wollen Sie denen Gefallen tun und selber sich abmühen? Nee, tun Sie sich und Ihrer Familie den Gefallen und sorgen Sie für den modernen Helfer. Es ist absolut zeitgemäß, genauso wie es zeitgemäß und auch schon Routine geworden ist, eine Spül- und eine Waschmaschine zu nutzen, ist es jetzt auch zeitgemäß, die Fenster oder glatten Oberflächen grundsätzlich reinigen zu lassen. Sehen Sie mal hier, sogar über Kopf gar kein Problem. Also der ist perfekt ausgestattet mit hochwertiger Unterdrucktechnik, dass sie sich ranhaftet an diesen Fenster und dann es reinigt. Oh, mal, wenn er fertig ist, oh, da dann piepst irgendwas. Er sogar. Da piepst was. Ah, Panel und ist sauber. Gibt quasi damit das Signal, so es kann weitergehen, setz mich an die nächste Fläche an. Ich habe Lust weiterzumachen. Das ist das Schöne. Dieser Roboter schenkt Ihnen Zeit. Dieser Roboter ist unermüdlich. Dieser Roboter kann regelmäßig angesetzt werden. Und damit bleiben Ihre glatten Oberflächen endlich sauber. Es ist genial. Also ich habe jetzt hier gerade mal geguckt, also im Gegenlicht unserer Scheinwerfer. Ich glaube, ich habe dieses Solarpanel in den letzten Wochen noch nicht ein einziges Mal derartig sauber gesehen. Ja. Sämtliche Fingertapsel und so weiter sind weg. Jetzt hast du natürlich bei so einem Solarpanel auch mal eine maximale Leistungsaufnahme und genauso sauber, quasi wie die Glasfläche des Solarpanels, werden natürlich auch bei Ihnen zu Hause Fensterscheiben. Glatte Flächen im Allgemeinen, deswegen hatten wir eben kurz auch die großen Spiegelflächen bei Ihnen im Haus erwähnt. Wir hatten also auch mal über die Fliesenspiegel im Badezimmer und in der Küche gesprochen. Und Sie sehen, dass hier das Modell hier verfügt auch noch über eine Sprühfunktion. Reinigungslösung natürlich ebenfalls schon im Lieferumfang enthalten. Das heißt, die Fläche, die hier ausgereinigt wird, wird hier vorher angesprüht. Das heißt, mit einem nebelfeuchten Mikrofasertuch unten drunter werden hier Ihre Fenster, Ihre glatten Flächen im Allgemeinen streifenfrei ausgereinigt. Haben wir aktuell für Sie im TV-Sonderpreis. Ein Vorteil für Sie als Pearl-TV-Kunde für knapp 265 Euro. Mit der NX60 57 und der 569 ist gerade, sehen wir aber auch schon im Hintergrund. Mhm. Ich glaube, der ist auch schon fertig. Ah, hat er auch schon an der großen Tür. Ja, schon unser neuestes Modell von Hobot.
Und dieser hat jetzt eine konsequente Weiterentwicklung, ja, nicht nur in der Sensortechnik, sondern sogar auch mit den Sprühfunktionen. Mhm. Der hat sogar zwei Sprüher. Genau, richtig. 2S heißt er deswegen auch, weil der eine zweiseitige Sprühmittel Funktion hat, also von zwei Seiten hier die glatte Oberfläche mit entsprechender Reinigungsmittellösung benetzen kann, bevor er dann drüber fährt. Und das sorgt für die Ergebnisse, die man sich so sehr wünscht. Du hast es eben gerade gesagt. Du hast gerade eben die Fenster sauber gemacht. Schon, dann regnet es schon wieder und mit dem Regen ist der ganze Sahara-Staub dann zack an die Fensterfläche geheftet. Ja. Oder, wenn es nicht der Sahara-Staub ist, hier solche schönen Rapsfelder. So schön, die wie das aussieht. Sehen schön aus, zugegebenermaßen. Aber es ist einfach super lästig, immer wieder diesen Staub dann an den Fenstern kleben zu haben. Du hast das Gefühl, das zieht den Staub förmlich an. Also egal ob Sahara-Staub oder ob die Rapspollen. Also es ist unglaublich und dann im nächsten Moment ist es der Vogel, der dann lieben Gruß da lässt. Ja, ne? Ja. Und das ist so herrlich. Wir haben schon über den Zeitaufwand gesprochen. Also normalerweise, du nimmst dir ein Wochenende, hast du gerade gesagt. Ja. Dann kommst du mit deinem Zeitungspapier, was du erstmal nochmal aus der Mülltonne doch wieder rausfischen musst. Dann aus hast du das Fensterleder. Genau. Ja. Dann musst du dir einen Eimer mit Reinigungsmittellösung und Wasser herholen. Dann brauchst du noch einen Abzieher. Ja. Dann hast du vielleicht noch Gummihandschuhe. Ich hasse es zum Beispiel, wenn meine Finger und Hände ganz lange in so schmutzigem Wasser drin hängen. Aber hier mache ich mir die Finger nicht schmutzig und sorge trotzdem für super saubere Fenster. Guck mal hier, gerade solche Fensterfronten, du wirst doch wahnsinnig. Du weißt doch gar nicht wirklich, wo sollst du da anfangen. Mhm. Und du bist rechtsfertig, da fängst du links wieder von vorne an. Du musst erstmal oben links und rechts in die Ecken reinkommen. Nach unten rein, da habe ich es persönlich schon im Kreuz, wenn ich unten angekommen bin. Jetzt setzt du einfach nur mal hier den Zack, den Fensterputzroboter drauf und fertig. Ich persönlich habe auch bei hohen Temperaturen und einer hohen Luftfeuchtigkeit Schwierigkeit, wenn ich runtergehe, dann kriege ich direkt wieder so einen Schwindel. Macht mein Kreislauf mitunter nicht mit. Ja, du, das ist unabhängig vom Alter eine Problematik. Mir geht das auch immer so, wenn ich hoch und runter gehe, die ganze Zeit in die Hocke und wieder hoch, das ist total anstrengend. Deswegen sage ich, das ist eine Erleichterung für die ganze Familie. Ja, klar. Ne, wenn sich ja auch keiner mehr bereit erklären muss, weil irgendwie, ja, okay, ich nehme mir jetzt den einen Samstag, ich mach das. Und dann haben sie ja auch eine lange Zeit wieder, die sie verstreichen lassen, bis sie sich das nächste Mal wieder motiviert haben, die Fenster zu reinigen. Ich sage Ihnen aus eigener Erfahrung, sie werden das Fenster reinigen alle 2 Wochen machen mit so einem Fensterputzroboter. Warum? Weil sie den einfach, während sie ihren normalen Haushaltsputz machen, einfach nebenbei seine Arbeit erledigen lassen. Richtig. Und dann sind die Fensterflächen sauber und bleiben sauber, weil es geht hier um Konstanz. Es gar nicht erst so weit kommen zu lassen, dass du da diese dicke Staubschicht hast. Es geht also darum, einfach Grundsauberkeit zu Hause reinzubringen, wie im Hotel. Für mich ist das ein Hotel-Effekt. Ne? Ja. Wenn du in ein Hotelzimmer kommst, das sieht immer perfekt gemacht aus. Ja. Und man hat irgendwie so das Gefühl, wie wenn die Mainzelmännchen da gewesen wären. Ja, ne? Ja. Genau dasselbe hast du hier zu Hause auch. Das ist Luxus, aber ich sage Ihnen, dieser Luxus von Hotelzimmern muss kein Luxus bleiben. Wenn Sie hier zum TV-Sonderpreis in einen Fensterputzroboter investieren, dann holen Sie sich den Luxus nach Hause. Und ich sage Ihnen, der Gewöhnungseffekt, der tritt so schnell ein. Ne? Also ich habe ja sehr viele Haushaltsroboter bei mir im Einsatz, auch Saugroboter. Ja. Will ich einfach nicht mehr missen. Das gehört für mich ganz einfach zum Haushaltsputz mit dazu. Und es spart so viel Zeit, es ist so viel angenehmer. Ja. Und ganz viele Fensterflächen, sie nehmen dem Ganzen den Schrecken, wenn sie da zum Beispiel auch mal so eine Spiegelfläche im Bad, ne? Manchmal hast du so richtig schön großzügige Spiegel, ist ja total im Trend. Wunderschön, vielleicht noch mit so einer Leuchtleiste oben dran, ne? Drumherum. Das sind so Flächen, da hast du immer nach jedem Mal Zähneputzen wieder so ein paar Spritzer dran. Spritzer, Haarspray, das merke ich immer bei mir hinterm Spiegel, hinter den Fliesen. Ja, wenn du immer so mal drüber gehst, merkst du, wie stumpf diese Fliesen eigentlich sind. Das siehst du ja im ersten Moment gar nicht, wenn die so gleichmäßig einstauben. Bis du mal mit dem Finger drüber gehst, auch da setzen sie in der Zukunft einfach mal ihren Fensterputzroboter an. Ungefähr so, wie sie das mit ihrer Wäsche machen. Sie machen die Maschine auf, da kommt die Buntwäsche rein.
ein bisschen Reiniger dazu, Tür zu und auf den Knopf drücken und Bombs. Um Weiteres müssen Sie gar nicht mehr kümmern. Mhm. Sie gehen erst dann wieder zur Maschine, wenn das Ding gepiepst hat und Ihre Wäsche durch ist. Und genau so machen Sie das hier auch. Sie nehmen den Fensterputzroboter, setzen den auf die Scheibe, auf den Spiegel, auf den Fliesenspiegel in Küche oder Badezimmer. Und er macht. So, und Bombs fertig. Ist er auch schon fertig. So super. Ja. So, also reden wir ganz kurz mal bitte über das Zubehör, Rebecca. Was ist alles dabei bei den beiden Gerätschaften? Guck mal, habe ich dir alles mitgebracht hier auf dem Tisch. Es ist gut, dass du es ansprichst, gerade wenn wir einmal so Haushaltsputz machen und nicht nur die Fenster und die Spiegel, sondern auch die Solarpaneele reinigen wollen, ist das super, dass wir mehrere Mikrofaserpads im Lieferumfang mit enthalten haben. Ja. 3 Stück sind es insgesamt an der Zahl. Das heißt, wenn du außen anfängst an den Solarpaneelen, nimmst du das eine, wenn du weitermachst, drinnen an den Fensterflächen nimmst du das andere und außen nimmst du das dritte und kannst die auch immer waschen in der Waschmaschine. Super. Kein Problem. Ja. Die Reinigungsmittellösung in Originalherstellerqualität ist auch noch mit dabei. Und mehr der Vollständigkeit halber habe ich es Ihnen auch noch mitgebracht. Die Fernbedienung, und was ich Ihnen jetzt auch komplett unterschlagen habe, ist eine kostenfreie App, die auch noch mit dabei ist. Klar. Aber weder die Fernbedienung noch die App nutze ich, um ehrlich zu sein, denn Sie haben gesehen, es ist ein Knopfdruck auf den Startknopf und dann geht der von alleine los. Ich muss dem überhaupt gar nichts sagen und muss ihm überhaupt gar keine Kommandos und Anweisungen geben, weil der eben mit dieser Sensortechnologie ausgestattet ist, dass er die Fensterflächen 100% abscannt und kennt und dementsprechend kann uns der Fensterputzroboter auch sagen, ich bin fertig mit dieser Fläche, du kannst mich jetzt an die nächste Fläche anbringen. Also das mal nur so metaphorisch gesprochen, was er dann quasi hier Ihnen mit auf den Weg gibt. Aber Sie sehen, Sie bekommen die Lieferung nach Hause komplett und können sofort loslegen. Sie brauchen nichts mehr von zu Hause. Sie können das Fensterleder in Zukunft sein lassen. Sie können das Zeitungspapier in Zukunft sein lassen. Es ist jetzt einfach so bequem wie noch nie, diese ganzen Flächen, die manchmal endlos erscheinen, sauber zu kriegen und sauber zu halten. Ja, ist natürlich auch ein bisschen diese Visitenkarte quasi nach außen hin. Ich sag mal, Sie mähen wahrscheinlich auch den Rasen Ihres Vorgartens, zupfen das Unkraut und so weiter raus und haben dann schmutzige Fenster unterm Strich gesehen. Was sollen die Nachbarn denken? Wunderschönes Haus, eine wunderschöne Fassade und dann diesen Staub auf den Scheiben drauf. Dann doch lieber mal eben kurz zwischendurch mal eben bups den Roboter draufgesetzt und alles andere passiert von selber. Modell Nummer 2 liegt bei 232,49 €, Spitzenangebot. Übrigens auch Porto und Versand kostenfrei geliefert mit der ZX7080 und der 569. Man braucht immer quasi so einen Esslöffel voll von der Reinigungsflüssigkeit pro Tank. Da kommen Sie ewig mit aus, aber bevor Sie das in 3-4 Monaten wieder neu bestellen müssen, bestellen Sie am besten mal so eine Flasche mit dem Reiniger in Originalherstellerqualität ganz einfach mal mit dazu. Das macht schon Sinn in der Kombination mit der Mikrofaser. Ne? Auf jeden Fall. Also ich setze auch grundsätzlich immer lieber auf Herstellerqualität, weil das natürlich in Kombination abgestimmt ist, perfekt. Deswegen würde ich Ihnen direkt empfehlen, zum TV-Sonderpreis auch einen kleinen Vorrat zu Hause zu haben, auch wenn du recht hast, das ist sehr ergiebig. Ja. Und wenn Sie auch Solarpaneele zu Hause haben, würde ich Ihnen empfehlen, auch da die Reinigungsmittellösung direkt mitzubestellen. Haben wir jetzt gleich auch noch direkt im Anschluss dazu ein Reinigungskonzentrat. Haben wir auf vielfachen Kundenwunsch mit reingenommen, weil wir festgestellt haben, huch, ja klar, Fensterputzroboter, Solarpaneele, macht Sinn, da haben Sie absolut recht, müssen wir Ihnen da recht geben. Und deswegen haben Sie die Konzentratlösung hier auch nochmal in einem super umfangreichen Fläschchen, also Flasche ist es mehr, und haben da die entsprechende Reinigungsmittellösung perfekt parat, die Sie auch einfüllen können in den Fensterputzroboter, der dann auch gerne mal Solarputzroboter wird. Das ist überhaupt gar kein Problem. Alle glatten Flächen. Und auch genauso gedacht, du sagst es. Ist aber auch ein Reinigungsmittelkonzentrat. Da müssen Sie mal gucken, wie der Stand der Dinge ist. Sie können das verdünnen mit Wasser oder Sie können es auch pur als Konzentrat nutzen, wenn die Verschmutzung extrem ist. Je nach Verschmutzungsgrad. Und das ist das Tolle an diesem Reinigungsmittel. Es ist besonders materialschonend, weil es hier um Solarpaneele geht, aber auch genau richtig, wenn es um hartnäckigen Schmutz geht. Ja. Also holen Sie sich jetzt Luxus und die Zukunft nach Hause. Es lohnt sich absolut. Definitiv. Und Sie haben gesehen, wir haben hier locker miteinander geschnackt, während im Hintergrund unsere beiden Gerätschaften mal locker flockig das Solarpanel und sämtliche Fensterscheiben hier
bei uns im Set ausgereinigt haben. Das können Sie auch haben, wenn Sie jetzt zugreifen bei einem unserer Fensterputzroboter. Natürlich mit dem passenden Reinigerkonzentrat. Und wenn es um die Solarpanel geht, empfehlen wir Ihnen da wirklich auch die Flasche Konzentrat mit dazu zu nehmen. Sie würden auch nicht auf die Idee kommen, Flachbildschirm mit Glasreiniger sauber zu machen, oder? Meine Herren, meine Damen. Deswegen am besten das passende Reinigungskonzentrat gleich mit dazu. Ja, was soll ich sagen, Mensch, der Sommer, der hat doch gerade erst angefangen, oder? Jetzt, wenn das Wetter wieder schön wird, schaust du raus, schöne Fenster. Und das Schöne ist, diese Zeit, die Sie vorher im schmutzigen Putzwasser verbracht haben, die verbringen Sie jetzt draußen an der frischen Luft. Viel Spaß damit.